Herzlich willkommen auf dem Waldfeenpfad der Stadt Brilon hier am schönen Hengeberg. Mein Name ist Friedel Schumacher von Brilon, natürlich von dem Ferienprogramm, was alle Jahre schon läuft, 20 Jahre in diesem Jahr. Und wir haben den Waldfeenpfad mit aufgebaut. Neben mir steht Kalle Orival vom Stadtforst Brilon. Ja, mein Name ist Karl-Ludwig Orival, wie Friedel schon sagte. Und zwar bin ich Revierleiter hier in diesem Revier. Und Brilon als waldreichste Stadt Deutschlands begrüßt alle Gäste hier und hofft, dass alle auch Interesse an diesem Waldfeenpfad bekommen werden. Ja, ich bin der Bernhard Götte. Ich arbeite auch im Stadtforst Brilon und habe diesen Waldfeenpfad gebaut mit meinen drei Auszubildenden. Ja, wir sind hier an der ersten Station am Eingang des Waldfeenpfades und hier haben wir die Station Mikado. Das heißt, Kyrill hat damals tatsächlich mit unserem Wald, mit den Stämmen Mikado gespielt und wir wollen hier eine authentische Situation von damals nachbauen. Die Station Wald hat Geschichte, ist ganz besonders toll aufgebaut und dazu verantwortlich ist Bernd Götte, Forstwirtschaftsmeister bei der Stadt Brilon, beim Stadtforst und seine beiden Auszubildenden. Kannst du mir mal ungefähr sagen, was in der Station eingerichtet ist? Ja, wir haben da eine Baumscheibe, eine 140 Jahre alte Eiche. Dort kann man die Jahresringe zählen mit einer Lupe und dann kann man auch feststellen, wie alt war ich oder wie dick war der Baum, wo ich geboren bin. Und dann haben wir noch ein besonderes Modell, das ist ein Sägebaum. Das ist eine Schnitzel Säge in einem Stamm. Und da kann man eine alte Schrotsäge hin und her ziehen. Und da können die Kinder mal so erleben, wie die Waldarbeiter früher einen Baum abgeschnitten haben. Das ist eigentlich was Neues, was man so selten sieht. Ja, und auf einer Drehscheibe lassen sich dann Bilder zuordnen. Bilder, wie der Wald in der früheren Geschichte ausgesehen hat und wie der Wald auch vernutzt worden ist. Beispielsweise die Hudewirtschaft oder das Abplaggen oder die Brennholzgewinnung, die Übernutzung des Waldes spielt dabei eine Rolle. Und solch ein Blick in die Geschichte motiviert natürlich und regt zur Fantasie an. Als nächste Station haben wir dann die Station Holz. Das heißt, Zukunft des Waldes, den wir ja auch um uns herum sehen, die Zukunft des Waldes. Kann ja, das, was wir hier sehen, sind natürlich die alten Kyrillflächen, die inzwischen schon aufgeforstet sind. Die entwickeln sich ganz gut, aber an der Station kann man deutlich erkennen, wie dick das Holz wird und was im Einzelnen diese Holzstruktur ausmacht. Die verschiedenen Baumarten sind dort aufgestellt und man hat die Baumarten mit Namen versehen. Alles massiv in Holz gemacht, wunderbar anzusehen. Das ist auch wieder ein Dank an Bernd Götte. Der hat das wunderbar künstlerisch, möchte ich sagen, gestaltet. Und es lohnt sich wirklich mal hier hochzukommen und sich das anzugucken. Ja, es ist ein Beispiel für die Vielfalt des jetzigen Briloner Waldes, wie er in seiner Struktur entstehen soll. Aber da ist noch ein Dendrophon. Ja, das Dendrophon ist dann aufgebaut wie ein Xylophon. Also aus Holz und da können die Kinder mal eine Melodie drauf spielen, was mir immer sehr viel Spaß macht, wenn sie auch mit dem Klöppel auf dem Holz kloppen können. Ne? Ja, also unterschiedliche Holzarten, unterschiedliche Holzlängen erzeugen auch unterschiedliche Töne und so kann man so eine Waldmelodie zusammenstellen. Und dann sind wir an der nächsten Station, die ist hier. Ich habe gesagt, im Reich von Jäger und Gejagten, die Netzwerkfunktion des Waldes, das heißt also vom Fressen und Gefressen werden. Und von diesem Hochsitz aus, ja, Hochsitze dürfen normalerweise nicht bestiegen werden, aber diesen darf man besteigen, Kalle, ne? Ja, und der ist auch so groß, dass hier eine kleine Schulklasse teilnehmen kann. Wir können also den Hochsitz betreten und von hier aus alle möglichen Beobachtungen machen. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass gerade ein Stück Rotwild hier unten steht, aber die Kinder machen sich eigentlich mit der Jagd und mit den vorkommenden Tierarten vertraut. Und das macht diesen Weg auch interessant, dass es nicht nur um Holz und Landschaft geht, sondern auch um eigentlich die ökologischen Nischen. Welche Tierarten kommen bei uns in den Wäldern vor? Und da wird so manches Interesse geweckt. So hoffen wir jedenfalls. Ja, hier haben wir außerdem noch zwei Seerohre, die den Blick schärfen sollen. Ein Seerohr wird also an dieser Stelle mit Sicherheit angebracht werden. Das ist ausgerichtet auf ein Tier, welches, das verrate ich noch nicht, was am Baum befestigt ist. Und dort wird auf das, durch dieses genaue, die Blickrichtung, wird auf das Tier hingewiesen und es kann beobachtet werden. Genauso ein zweites in eine andere Richtung. Also
Ansicht von hier aus Tiere zu sehen, hat man allemal. Als nächste Station haben wir dann das Thema Wald und Gesundheit. Na, unsere Erholungsfunktion des Waldes. Klar, dort an den Stellen kann man sich mal richtig ausruhen und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Und wenn es einem juckt am Rücken, ist dort auch ein Mahlbaum, ein sogenannter Mahlbaum. Da kann man sich dran kratzen, denn im Wald kann man sich wirklich kratzen, wo es juckt. Und dann die letzte Station hat mit Energie zu tun. Denn Holz ist ja Energie, speichert Energie. Und da, Bernd, sag uns mal was dazu. Ja, da haben wir mehrere Stationen aufgebaut. Einmal einen großen Hackklotz mit einer dicken Axt drin, überdimensional, 2 Meter lang. Und dann haben wir eben den Vergleich zu einem Raummeter zu einem Fass Öl. Also, dass die Kinder sehen, wie viel Brennholz ich brauche, um ein Fass Öl zu ersetzen. Ja, der Wald ist also auch ein Klimafaktor, das wissen wir ja. Er ist einmal durch das menschengemachte Klima hier durch Kyrill zerstört worden. Aber wir müssen natürlich dementsprechend sehen, dass solch ein Klimawald, wie wir es hier anbauen, dann wieder gut gedeiht. An der letzten Station kommt der Waldfeenkranz. Da wird nochmal richtig die Waldfee ins Thema genommen. Da kann man sich dann ausruhen, da kann man nochmal zurückblicken und sich sein eigenes Verhalten zum Wald vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, hier sind wir an der Station Waldboden und als erstes ist hier die Fichte zu sehen, und zwar die der Flachwurzlerfichte. Und das war ein deutlicher Punkt bei Kyrill damals, denn der durchnässte Boden hielt die Wurzeln als Anker im Boden nicht mehr fest, und so sind 95% aller Schäden durch die Fichte entstanden, die also entwurzelt werden konnte, beziehungsweise dann auch als Sturmschaden in die Geschichte einging sozusagen. Und die Spuren erkennen wir heute noch hier am Waldfeenpfad. Ein paar Meter weiter von uns soll ein Drehbaum noch installiert werden, wo man also die verschiedenen Fresszusammenhänge innerhalb des Waldes, die Nahrungszusammenhänge, sich zusammenwürfeln kann. Und dann kommen wir zum Pirschweg. Was ist das denn? Ein Pirschweg, der verläuft hier unten etwa 50 Meter weiter, dann in den Wald hinein. Ja, der Pirschweg, der soll das Gefühl eines Jägers haben, wenn ich das Wild anpirsche und mich ganz leise verhalte, ganz leise durch den Wald schleiche wie ein Trapper und komme dann unten an zu einer Station, wo eine Fuchsröhre ist, ein ausgehöhlter Baumstamm. Und da kann ich dann mal durchkrabbeln, dann fühle ich mich wie ein Fuchs, der durch den Wald kriecht. Ne? Also authentische Erlebnisse erwarten alle, die hier gehen. Und dann auch noch auf dem Pirschweg 3 Tiere. Die Hauptwildarten bei uns, nämlich der Fuchs wurde schon genannt, das Wildschwein und das Reh. Ja, wie, verrate ich noch nicht. Ja, hier sind wir an der letzten Station, unserem Waldfeenkranz. Das heißt, ein bisschen fehlt noch hier, nämlich die Waldfee selbst hier oben drauf. Die kommt noch im Laufe der nächsten Woche. Und wir haben die schönen Sitzgelegenheiten mit den einzelnen Buchstaben. Das war doch bestimmt eine Heidenarbeit. Das war eine Heidenarbeit, aber das haben die Auszubildenden gerne gemacht. Das war mal was anderes wie nur Holzernte. Ja, wunderbar. Waldfeenfahrt, 12 Buchstaben. Kann man sich gut, kannst du mal kurz eben erklären? Ja, da gibt es extra spezielle Sägen für. Das sind Carving-Sägen, kleine Sägen mit einem ganz spitzen Schwert, damit man auch diese einzelnen Rundungen sauber hinbekommt. Das machen die Auszubildenden sehr gerne, weil das auch mal eine andere Arbeit ist, wie die üblichen forstlichen Arbeiten, die wir sonst im Forstbetrieb ausführen. Ja, und das kann man auch drinnen machen. Ne? Und an dem Stamm übrigens, da werden noch einige Zitate des Waldes angebracht. Und die zusammen mit der Waldfee ergeben so ein bisschen so einen mystischen Charakter, sodass man dann auch mit der Spechthöhle, die wir hier haben, ganz toll über den Wald wieder einiges erfahren kann. Ja, das ist es. Wir sind Brila und wir sind auf dem Waldfeenpfad. Die Waldfee hat einen neuen Pfad und das finden wir alle super. Super!